Hey, meine andere Seite von mir. Ich bin ja sowieso sehr immer emanzipiert und emotional. Und eben stand ich in der Küche und habe so darüber nachgedacht. So ein fiktives Gespräch, wo ich meinem Gegenüber sage, weißt du eigentlich, wie sich das anfühlt, wenn du in zwei Seiten, zwei Sätze geschrieben hast und du dir diesen nochmal durchlesen möchtest, um zu gucken, ob er richtig geschrieben ist und er alles beinhaltet, was du sagen willst. Und du es einfach nicht kannst. Der den Anfang vom Satz 10-mal, 20-mal durchliest. Und wenn du dann irgendwann zum Ende angekommen bist, dich fragst, was am Anfang überhaupt gestanden hat. Du die Buchstaben nicht zu Wörtern zusammenbringen kannst, die Wörter nicht zu einem Satz und du dir einfach unfassbar dumm vorkommst. Wie, als ob du nie lesen gelernt hättest und du zu dumm bist, diesen Satz zu lesen, obwohl du ihn ja gerade geschrieben hast und du ja weißt, dass du nicht dumm bist. Und Lesen immer eines deiner Leidenschaften war und Schreiben. Und dann stellst du fest, dass es immer schwieriger wird. Und du dich fragst, werde ich es irgendwann vielleicht gar nicht mehr können? Oder vielleicht auch bald nicht mehr. Vielleicht nicht mehr, nur ab und zu nicht mehr und dann für vielleicht ein paar Stunden. Sondern vielleicht für einen ganzen Tag. Und dann noch einen zweiten. Eine Woche, einen Monat. Und du kannst absolut nichts dagegen tun. Ich wollte mit diesem Kanal immer die positiven Seiten zeigen, dass das Leben mit MS noch lebenswert ist. Und das ist es, verstehe mich nicht falsch. Es ist definitiv lebenswert, da ich ja auch so für Authentizität bin. Da dachte ich mir, ich zeige jetzt auch mal diese Seite. Weil natürlich auch das dazu gehört, das Hadern, das Zweifeln, das Struggeln, die Unwissenheit, die Ungewissheit. Unwissenheit, ja, Unwissenheit vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch die Ungewissheit. Damals hatte ich dieses mit dem Lesen das Problem war noch nicht so, oder mir ist es nicht aufgefallen. Auf jeden Fall nicht so extrem. Wie es jetzt ist, seit 3 Monaten. Und ich glaube schon, dass man auf eine gewisse Weise gegensteuern kann. Und das werde ich jetzt machen. Bei mir. Gerade nach dem letzten Video, was ich für euch aufgenommen habe. Am nächsten Tag ist dann noch eine Situation passiert und da habe ich dann wirklich die Reißleine gezogen. Habe die Situation verlassen und in Lebensmittel einkaufen gegangen, weil mich das entspannt. Und es war wunderschön. Preise verglichen. Überlegt, was ich mir zu essen mache. Und war glücklich. Hab mich abgelenkt.
dann noch so weitergemacht. Also jetzt nicht Lebensmittel eingekauft, sondern mir Gutes getan. Und damit werde ich jetzt weitermachen. So gut es halt geht, das ist ja alles ein Lernprozess. Auf jeden Fall möchte ich euch total danken für die Offenheit, für die Ehrlichkeit und die tröstenden Worte, die Solidarität, das Mitgefühl unter meinem letzten Video, also unter dem letzten Sonntagsvideo. Es hat mich echt überwältigt und falls ich nicht alle Kommentare beantwortet habe, wenn dieses Video rauskommt, dann tut mir das wirklich leid. Ich glaube, das Lesen, also das, beziehungsweise das Nicht-Lesen, nicht lesen zu können oder das nicht zusammenfügen zu können, war für mich bislang das schlimmste Symptom oder das, was mich am meisten erschreckt hat, mehr Kummer bereitet hat und worüber ich am meisten nachdenke. Welches Symptom war das für euch? Welches Symptom macht euch am meisten Angst oder fürchtet ihr am meisten? Hast ihr vielleicht am meisten? Würdet ihr sofort eintauschen? Wenn ihr es mir verraten möchtet, schreibt es mir noch in die Kommentare. Wie gesagt, Austausch und so. Ich gehe mich jetzt erstmal wieder um mich selber kümmern. Gute Nacht.